Servus Leute, Shady von Domino Duo. Im heutigen Video würde ich gerne mit euch über den Dragon Ball Super Film reden, der Ende 2018 in die Kinos kommen soll, zumindest in Japan. Es gibt mittlerweile, ihr habt es wahrscheinlich schon irgendwo gesehen, gibt es ein paar Leaks zum Grafikstil. Man hat ja diesen Trailer gesehen, der war ja auch schon ein bisschen anders vom Stil und jetzt gab es in der Zeitung noch weitere Bilder, wo man die Charaktere einzeln auch in den Formen sieht, also sprich Goku und Vegeta in der Baseform, wie sie aussehen werden, auch was sie an Klamotten tragen, genauso wie die Super Saiyajin sieht man da zwar nur von hinten, aber man sieht ja, wie die Haare gestylt sind, genauso wie auch der Blue, Beerus, Piccolo und auch Whis designt werden. Und der Stil ist halt ein wenig mehr, ich würde sagen, wie der Z-Stil. Also gerade die Haare finde ich sehr besonders anders, weil bei Super war das ja alles sehr viel glänzend, finde ich. Wie der, ja, doch glänzend kann man, finde ich, die beste Beschreibung. Und gut, das sind jetzt zwar nur Bilder, aber ich finde, der Stil geht auf jeden Fall wieder ein bisschen mehr zurück, so wie es bei Z war. Ich persönlich finde, dass bei den blonden Haaren das schon sehr, sehr gut aussieht. Ich mag gerade der Stil, wie die Haare sind. Bei dem Blue finde ich es ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Gerade bei Son Goku finde ich, dass die Haare so ein bisschen, ja, ich weiß noch nicht ganz, die Farbe finde ich schöner, weil bei Super teilweise ist ja der Serie so war, dass ich finde, in manchen Arcs irgendwie die Haare leicht türkiser waren. Ich finde dieses Blaue, so wie es jetzt auf diesem Bild hier ist, finde ich vom Farbton schöner. Die Haaroptik, jein, ich weiß auch nicht ganz. Gut, die Frage ist, Bild und animiert ist immer noch mal ein Unterschied. Mal gespannt, wie später animiert aussieht. Aber ich finde generell den Schritt in Richtung, wo sie vom Zeichenstil gehen, auf jeden Fall gut. Ich weiß nicht, mich würde mal gerne eure Meinung interessieren. Findet ihr, dass der Stil, so wie er jetzt da ist, besser ist, als dass wir in Super war? Oder fandet ihr Super besser vom Stil? Oder wie ist da so eure Einschätzung? Oder falls könnt ihr mal generell auch schreiben, wie ihr GT zum Beispiel im Vergleich fandet oder so. Würde mich mal interessieren, wie ihr eure Meinung, aber auch gerade so die Klamotten. Also ich finde zum Beispiel Gokus Ki auf jeden Fall gut. Ich mag das gerade mit dem Hemd zwischen der Brust vorne, auch hinten schön das Logo mit drauf. Finde ich sehr, sehr cool. Auch Vegeta mit seinem schwarzen Ki oder schwarzen Anzug. Finde ich cool. Also ich mag generell die beiden Anzüge. Ich fand von Goku in Super auch manchmal schade, das mit dem Whis-Logo vorne drauf und ich weiß nicht, manchmal war ja auch kein Hemd drunter. Ich finde irgendwie, das ist so klassisch Goku und ich finde, das ist einfach mein Lieblingsstil, auch wie gesagt von Vegeta. Ich mag gerade der dunkle mit dem Schwarz. Meine Blau sieht auch cool aus, aber ich finde der Schwarz sieht noch besser aus. Ich würde sagen, der ist doch schwarz, oder? Ja, der ist schwarz, nicht dunkelblau. Bei Beerus finde ich jetzt ist kein großer Unterschied, genauso wie bei Whis jetzt nicht großartig. Der Unterschied ist klar, es sieht ein bisschen anders aus, weil der Stil anders ist, aber so von der Optik ist er ja ziemlich gleich geblieben. Warum soll es ihn auch ändern, das ist eine andere Frage. Ja, da würde ich sagen, Leute, das war es an der Stelle von dem Video von mir. Ich würde mich freuen, mal gerne eure Meinung dazu zu wissen. Ich würde auch gerne mal die nächsten Tage ein Video zum Bösewicht nochmal aufnehmen. Und wenn ihr generell Ideen habt, über was wir Dragon Ball Theorien machen können, wo ihr welche Vorschläge habt, wo ihr gerne unsere Meinung, also sprich meine Meinung, und ich habe noch jemand anderes, der bei Anime jetzt mitmacht in Zukunft, der wird bald sein erstes Video raushauen. Wenn ihr irgendwelche Meinungen von uns wissen wollt, schreibt es bitte einfach mal in die Kommentare. Wir werden uns da Gedanken drüber machen oder falls wir eine Meinung haben, auch schon direkt Video dazu aufnehmen. Dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Euer Shady. Tschö.